Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Ein kleines Baby stellt Ariane Paulus vor ein großes Rätsel. Wir sollten uns stattdessen viel lieber an einen Tisch setzen und konstruktiv überlegen, welche Möglichkeiten es gibt. Meine Mandanten haben einfach mal das Recht darauf zu erfahren, was hier schiefgelaufen ist. Eva und Diana Liefers leben seit 3 Jahren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Die beiden Frauen haben schon seit langem einen großen Herzenswunsch. Und um sich den zu erfüllen, brauchen sie die Hilfe von Evas bestem Freund Björn Heimann. Wie lange seid ihr jetzt eigentlich schon verheiratet? 3 Jahre, oder? Ja, und es sind die besten 3 Jahre meines Lebens. Meine auch. Ich habe selten ein Paar gesehen, das so glücklich ist wie ihr zwei Turteltäubchen. Ja, das stimmt. Aber Björn, du weißt ja, dass noch etwas zu unserem Glück fehlt. Diana und ich hätten so gerne ein Kind. Ich weiß. Seid ihr nicht schon länger auf der Suche nach einem anonymen Samenspender? Ja, das schon, aber irgendwie sind wir wieder von der Idee abgekommen. Ein anonymer Samenspender ist auch nichts für uns. Wir wollen eigentlich, dass das Kind nicht nur 2 Mütter hat, sondern auch einen Vater. Eine männliche Bezugsperson, eine Vaterfigur eben. Ja, wir suchen einen Mann, der dem Baby ein Vater ist und der ab und zu für das Kind da ist. Aber ohne rechtliche Verpflichtungen und Verlangen. Genau, und dieser Mann soll ein besonderer Mensch sein, dem wir mögen und dem wir vertrauen. Ja. Wir wollen jemanden, der warmherzig ist und lieb und klug. Das hört sich ja ganz nach mir an. Findest du? Also genau das haben Diana und ich uns auch gedacht. Und deswegen, was hältst du davon, wenn du der Vater unseres Kindes wirst? Mensch, Björn, wir kennen uns aus dem Sandkasten. Du bist mein allerbester Freund. Wir werden ein super Team. Also habe ich das richtig verstanden? Ihr sucht so eine Art Spaßpapa, der sich einerseits nicht um den Unterhalt scheren muss und andererseits aber sich nicht in die Erziehung einmischt. Ja, so ungefähr. Also ich würde das Baby nach der Geburt adoptieren wollen und du wärst die Vaterfigur ohne rechtliche Verpflichtungen. Wie stellt ihr euch das denn vor? Soll ich etwa mit dir ins Bett hüpfen, Eva? Was, bist du wahnsinnig? Natürlich nicht. Also wir würden es mit einer Samenspende machen. Ich weiß nicht. Ich finde die Idee schon ganz gut, aber sowas muss man sich gut überlegen. Was ist, wenn ich eine Frau kennenlerne, die ein Problem damit hat, dass ich ein Kind habe? Oder wenn ihr beide euch trennt und ich auf einmal doch Unterhalt zahlen darf? Ja, ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Und ich finde, wir sollten das auf jeden Fall irgendwie regeln. Das wäre nur dir und dem Kind fair gegenüber. Vielleicht sollten wir mal zu einem Anwalt gehen oder so. Denn ich möchte wirklich nicht, dass wir nachher irgendwelche Probleme wegen Unterhalt, Sorgerecht oder sonst was haben. Ja, genau. Vielleicht kann man das irgendwie vertraglich festlegen. Okay. Ich schlafe ein paar Nächte drüber. Und vielleicht komme ich dann mit euch zu einem Anwalt. Aber das ist noch keine Zusage. Ich bin ganz angetan von der Idee, meine Gene weiterzugeben, ohne mein Leben radikal umstellen zu müssen und Verpflichtungen einzugehen. Außerdem möchte ich Eva und Diana weiterhelfen. Trotzdem, ich muss mir das echt noch gut überlegen. Eva schätzt Björn sehr und kann sich keinen besseren Vater für ihr Kind vorstellen als den 38-jährigen Krankenpfleger. 2 Tage später willigt er ein, sich von Anwältin Ariane Paulus über die rechtlichen Konsequenzen einer Samenspende beraten zu lassen. Also es ist so, dass wenn das Kind geboren werden würde, würde sie das Kind auch noch adoptieren müssen. Es wäre nicht ohne weiteres auch ihr Kind. Ich empfehle aber, dass Sie in der Geburtsurkunde möglichst Vater unbekannt eintragen lassen, weil andernfalls müsste Herr Heimann auch seine Zustimmung zur Adoption geben. Wie kann ich sicher sein, nichts für ungut, Mädels, dass Eva und Diana nicht plötzlich doch auf die Idee kommen, Unterhalt von mir zu verlangen? Ich meine, immerhin kann man durch einen Gentest jederzeit feststellen lassen, dass ich der Vater bin. Ich muss da einfach auf der sicheren Seite sein. Ja, oder wenn du doch Vatergefühle für das Baby entwickelst und dann plötzlich irgendwelche Rechte für das Kind einklagen willst, was wäre dann? Das Kind möchte ich schon ab und an sehen. Ja, aber das sollst du ja auch. Das haben wir doch genauso besprochen. Und deswegen wollen wir auch gerade dich als Vater unseres Kindes. Sie können natürlich eine Vereinbarung schließen, in der geregelt ist zum Beispiel, dass Herr Heimann ein Besuchsrecht erhält für das Kind und dass er von weiteren Unterhaltsleistungen befreit ist. Und dann kann niemand kommen und Geld von mir verlangen. Ja, Herr Heimann, ganz so einfach wird es dann doch nicht sein. Denn Sie dürfen einfach keine Verträge zulasten Dritter schließen. Das bedeutet, sollte zum Beispiel das Kind Sozialleistungen vom Staat in Anspruch nehmen müssen, hätte der Staat das Recht, sich diese Leistungen vom eigentlich Verpflichteten, nämlich Ihnen, dann auch zurückzuholen. Insofern müssen Sie sich einfach auch ein wenig vertrauen. Das hilft nichts.
Okay, aber das Risiko wäre ich bereit einzugehen. Ernsthaft? Also wenn ihr mit der vertraglichen Lösung einverstanden seid, dann bin ich es auch. Ja, auf jeden Fall. Ehrlich? Schön. Dann bekomme ein Kind. Mittlerweile gehört es zur Normalität, dass Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren oder auch Patchwork-Familien großgezogen werden. Da ist es besonders wichtig für die Kinder, dass die Rechte und Pflichten der Eltern klar geregelt sind. Ich meine, Probleme gibt es natürlich überall. Aber eine Regelung kann im Vorfeld Probleme vermeiden. Eva, Diana und Björn haben mithilfe von Ariane Paulus schriftlich vereinbart, dass Björn ein Besuchsrecht erhält und keine Unterhaltszahlungen leisten muss. Und 3 Wochen später ist es dann soweit. Ich hab da was für dich. Bitte einmal auffüllen. Oh Mann, ist das wirklich eine gute Entscheidung? Auf jeden Fall. Ich bin an meinem Bad, Mädels. Okay. Dann mal viel Erfolg. Toi, toi, toi. Witzig. Habt ihr ein Heftchen? Ja, weiß schon irgendwas, was mir bei der Erledigung helfen kann. Ja, ich hab das schon vorgesorgt. Ich hab mir an sowas gedacht. Hier, reicht das? Selbst ist die Frau. Eva hat ihre fruchtbaren Tage und will sich Björns Sperma mit einer Pipette einführen. Sie hofft, dass schon der erste Versuch klappt. Was ist denn hier los? Romantikflash. Schließlich wollen wir doch heute unser Baby zeugen. Was in Liebe geschehen soll. Und da habe ich mir gedacht, es kann ruhig etwas romantisch sein. Daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Dafür hast du mich, ja. Ja. So. Wow. Das ging aber schnell. Hier ist die wertvolle Fracht. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Ich denke, den Rest kriegen wir alleine hin. Eva ist nicht von Björn schwanger geworden. Und auch die nächsten beiden Versuche in den folgenden Monaten sind fehlgeschlagen. Doch die drei geben die Hoffnung nicht auf und haben noch einen weiteren Versuch gestartet. Und Schatz, werden wir Eltern? Ich habe dir extra Gewürzgurken mitgebracht, wenn ich sie aufkriegen würde. Ich hatte süß, aber es hat wieder nicht geklappt. Ach Mann, Björn, jetzt nicht gleich sagen können, dass du nur mit Platzpatronen schießt. Also direkt würde ich es ohne Probleme kriegen. Ha, ha, ha. Vielleicht brauchen wir einfach professionelle Hilfe. Jemand, der sich damit auskennt. Tu ich doch. Mhm, das sieht man ja. Gut, schmeckt die Gurke denn? Stefan, ne? Hallo Leute. Hallo Stefan. Schön, dass ich jetzt noch reinplatze, aber ich musste einfach gucken, ob du noch so schön bist. Wirklich? Gibt's was zu feiern? Hier ist gerade ein bisschen unpassend. Ach was? Sag nicht. Du bekommst ein Baby? Damals wolltest du mit mir keins. Ja, Stefan, komm. Du weißt ganz genau, dass Diana und ich uns ein Baby wünschen. Aber es hat bisher nicht funktioniert. Süße, soll ich mal ran? Stefan, das ist jetzt echt nicht witzig. Okay, also Leute, ich wollte euch nicht stören. Ich wollte euch nur zu meiner Birthday Party einladen. Dann machst du es halt schriftlich. Wenn was ist, kannst du mich anrufen. Okay, Eva, klar. Und ich stehe auf jeden Fall zur Seite. Schau, Leute, schönen Tag noch. Danke, Stefan. Dir auch. Mhm. Tschüss, Stefan. Ha! Der wollte uns doch niemals alle auf seine Birthday-Party einladen. Dich ja, aber Björn und mich niemals. Der will doch nur, dass du kommst. Diana, Schatz, warum bist du denn überhaupt noch so eifersüchtig? Bin ich doch gar nicht. Nein, natürlich nicht. Nee, warum nicht. Regst du dich denn so auf? Mit Stefan ist es 5 Jahre her. Das war vor deiner Zeit. Ja. Du weißt, dass ich nur noch locker mit ihm befreundet bin. Ja, aber von der Bettkante würde er dich immer noch nicht schubsen. Also Mädels, können wir noch mal auf das Babythema zurückkommen? Ich treffe mich gleich mit den Jungs. Also, was machen wir jetzt? Ja, du hast ja recht.
Also ich habe mich mal umgehört und da gibt es so eine Kinderwunschpraxis. Und vielleicht können die uns ja helfen. Ich wünsche mir doch so sehr ein Baby. Ach Süße, jetzt lass den Kopf nicht hängen. Das kann halt ein bisschen dauern, bis man schwanger wird. Und wir gehen zu dieser Kinderwunschpraxis, fragen, ob sie auch lesbische Paare behandeln. Und vielleicht nehmen wir auch Frau Paulus mit, als Unterstützung. Als der Stefan ausgerechnet heute vorbeigekommen ist, war etwas unglücklich. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, ihn zu sehen. Allerdings tröstet es mich noch lange nicht darüber hinweg, dass ich immer noch nicht schwanger bin. Hoffentlich können die uns in dieser Praxis helfen. Eine Woche später haben Eva, Diana und Björn einen Termin in der Kinderwunschpraxis von Dr. Helga Störch. Die drei möchten sich über die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung informieren und haben Ariane Paulus gebeten, sie zu begleiten. So, na das ist jetzt hier der Behandlungsraum, wo der Eingriff vorgenommen wird. Okay. Und Sie müssen auch keine Angst haben. Also wir haben schon sehr vielen Paaren hier zu Babys verholfen. Und ich denke mal, Ihnen kann man hier auch helfen. Das wäre echt super, aber ich habe da direkt zu Anfang eine wichtige Frage. Also meine Frau und ich sind ja ein gleichgeschlechtliches Paar. Gibt es da irgendwelche Probleme? Denn ich habe gehört, dass manche Praxen gleichgeschlechtliche Paare nicht behandeln. Also Sie müssen wissen, dass meine Mandanten in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Also in meiner Praxis werden auch gleichgeschlechtliche Paare befruchtet. In manchen Bundesländern ist es rechtlich etwas umstritten, aber hier in Berlin ist kein Problem. Das haben wir uns schon so gedacht. Auf jeden Fall haben meine Mandantin auch den Vater des zukünftigen Kindes schon mitgebracht. Das soll nämlich der Herr Heimann werden. Ich nehme mal an, dass es da aber keine Probleme gibt, ne? Nein, gibt es nicht. Allerdings müsste sein Sperma vorher getestet werden und der Herr Heimann müsste sein Einverständnis geben. Aber ich denke mal, da stimmen Sie zu, oder? Ich möchte der Vater werden. Ja, naja, dann sehe ich der Sache nichts mehr entgegen und dann kann Herr Heimann hier in der Praxis seinen Samen spenden und im Anschluss daran können Sie dann an den fruchtbaren Tagen sich hier behandeln lassen. Okay, und Sie meinen, das klappt auch? Also wir haben schon einiges versucht, aber bisher sind alle Versuche fehlgeschlagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit professioneller Hilfe schwanger werden, ist deutlich höher, als wenn Sie jetzt zu Hause rumexperimentieren. Ne? Mhm. Wir haben ja hier viel mehr Möglichkeiten. Ich denke mal, das wird klappen. Na gut, dann werden wir also bei nächster Gelegenheit unser Glück probieren und dieses Mal bei Ihnen in der Praxis. Eva ist bei der zweiten künstlichen Befruchtung endlich schwanger geworden. Björn und die beiden Frauen sind überglücklich. 9 Monate später kommt ihr Baby bei einer Hausgeburt und mit Unterstützung einer Hebamme zur Welt. Doch das große Glück hat einen Sprung bekommen. Und? Ist das Baby da? Ja. Ist alles gut gegangen? Ja. Es ist ein gesundes und wunderschönes Mädchen, aber ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Björn. Was ist los? Das soll mein Kind sein? Das Baby ist ja süß, aber das kann doch nicht mein Kind sein. Björn, natürlich ist es dein Kind. Wessen Kind denn sonst? Aber Eva, ich bitte dich, das Kind ist schwarz und ich bin es nicht. Wie kann das also sein? Na, das liegt doch auf der Hand, wie das sein kann. Eva hatte was mit Stefan. Als es ihr nicht schnell genug ging, ist sie mit Stefan ins Bett gehüpft. Und wir? Wir haben ganz umsonst die ganze Zeit mitgefiebert und mitgelitten. Was ist das? Das stimmt doch gar nicht. Ihr wart doch mit dabei. Natürlich ist es Björns Kind. Ihr wart mit in der Kinderwunschpraxis dabei. Eva, du hast mich mit Stefan betrogen. Jetzt gib's doch wenigstens zu. Du wärst nicht die Erste, die mich mit einem Ex-Freund betrügt. Jana, nein. Ich brauche frische Luft. Nein, Jana, bitte geh nicht. Du kannst doch jetzt nicht gehen. Ich brauche dich. Ganz ehrlich, ich bin völlig durcheinander. Ich habe dir seit über einem Jahr bei deinem Kinderwunsch zur Seite gestanden und du springst mit Stefan ins Bett? Jan, bitte. Das ist also der Dank dafür, dass ich für dich bereit gestanden habe? Das, Eva. Ich bin so enttäuscht von dir. Ich muss raus. Jan und Björn, ich brauche euch noch hier ins Bett. Ihr könnt doch nicht gehen. Everybody needs inspiration. Auch Eva kann sich die dunkle Hautfarbe ihres Kindes nicht erklären. Ratlos bittet sie Ariane Paulus um Hilfe. Sie hat Angst, dass ihre kleine Familie auseinanderbricht und versucht verzweifelt, Diana zu erreichen. Doch die reagiert genauso wenig auf ihre Anrufe wie Björn. Diana, sag mal, spinnst du? Warum gehst du nicht an mein Telefon?
Ich habe seit 2 Wochen nichts von dir gehört. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Ich war in den letzten Wochen bei Björn. Der ist auch stinksauer auf dich. Und ich bin nur hier, um meine Sachen zu packen. Wie, Sachen packen? Wie, finden Sie das nicht ein bisschen übereilt? Sie wissen dann noch gar nicht, was hier los ist. Frau Paulus, für mich ist sonnenklar, was hier los ist. Aber trotzdem gut, dass Sie da sind. Eva kann Ihre Hilfe sicherlich gut gebrauchen. Ich will nämlich die Scheidung. Was? Finden Sie das nicht übereilt? Ich meine, Sie können doch jetzt nicht die Lebenspartnerschaft auflösen wollen. Diana, bitte. Ich glaub das jetzt nicht. Du kannst doch jetzt nicht einfach deine Sachen packen. Ich habe nicht mit Stefan geschlafen. Hallo? Diana, hör mir doch bitte zu. Ich habe nichts mit ihm gehabt. Diana, du musst mir glauben. Ich liebe dich. Hey, wir sind doch verheiratet. Und wir wollen doch das Kind gemeinsam großziehen. Ich glaub dir kein Wort, Eva. Schau dir die Kleine doch mal an. Wissen Sie, die gegenseitigen Vorwürfe, die bringen doch hier überhaupt nichts, ja? Wir sollten uns stattdessen viel lieber an einen Tisch setzen und konstruktiv überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, warum die Kleine dunkelhäutig ist. Eigentlich gibt es doch nur 2 Möglichkeiten. 2 Möglichkeiten? Für mich gibt es nur eine Möglichkeit. Und die heißt Stefan. Diana, bitte. Jetzt lauf doch nicht davon. Na, wer sagt's denn? Wir haben gerade über dich geredet. Na, dann geh schon rein und kümmere dich um dein Kind. Das Kind ist also da? Aber wieso mein Kind? Also, meinen Segen habt ihr. Viel Spaß mit eurer Tochter und ein schönes Leben. Diana, jetzt lauf doch nicht weg. Oh, verdammt. Sie hat sich Leni noch nicht einmal großartig angesehen. Sie hat noch nicht einmal nach ihr gefragt. Dabei haben wir so sehr gekämpft, gemeinsam gekämpft, um dieses Baby zu bekommen. Wo ist denn die Kleine überhaupt? Die ist im Wohnzimmer bei der Hebamme. Diana ist total sauer. Weil Leni, naja, weil sie dir sehr ähnlich sieht. Heißt das... Die Kleine schwarz? Ja, schau. Ist ja abgefahren. Und jetzt sieht sie natürlich, dass wir beide was miteinander hatten. So sieht's aus. Naja, so abwegig ist der Gedanke ja nun auch nicht. Jetzt mal ganz frei heraus. Kommen Sie als Vater in Betracht? Nein, ganz bestimmt nicht. Wir waren beide vor 5 Jahren zusammen. Seitdem sind wir nur gute Freunde. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Diana so eifersüchtig noch ist auf mich. Ja, vielleicht... Weil ich so große Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht habe, oder? Aha. Stefan, weißt du was? Mir ist jetzt echt nicht nach Witzen zumute. Frau Paulus, Sie haben doch gerade von 2 Möglichkeiten gesprochen, warum mein Baby dunkelhäutig sein kann. Was ist das? Nun, also die eine Variante wäre zum Beispiel, dass in der Kinderwunschpraxis irgendwas schiefgelaufen ist. Die Samenspende wurde vertauscht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Praxis hat einen super professionellen Eindruck hinterlassen. Die andere Variante wäre... dass entweder einer ihrer Vorfahren oder die von Herrn Heimann schwarz sind oder waren. Ja, also sofern er als Vater ausscheidet und ich mich so recht an meinen Biologieunterricht erinnere, dann ist es so, dass die Gene, die für die Hautfarbe zuständig sind, durchaus auch mehrere Generationen überspringen können. Einerseits bin ich super glücklich, dass mein Baby da ist. Und andererseits habe ich richtige Zukunftsangst. Wir wollten unser Baby zu dritt aufziehen und jetzt bin ich alleinerziehend. Ich muss Diana unbedingt beweisen, dass ich ihr treu geblieben bin. Da Diana nicht mit Eva reden will, sucht Ariane Paulus, die Zahntechnikerin, noch am gleichen Tag auf. Sie will die Ehe der beiden Frauen retten und Diana mit Stefan Kohlers Hilfe klarmachen, dass Eva nicht fremdgegangen ist. Das gibt's ja gar nicht, da ist sie ja. Wollt ihr etwa zu mir? Ja. Was willst du hier, Stefan? Wieso bist du nicht bei Eva und Leni? Reicht's dir nicht, dass du meine Ehe und mein Leben zerstört hast? Oliver, wir wollen doch nur ganz in Ruhe mit ihnen sprechen. Ich meine, sie und ihre Frau, sie lieben sich doch. Wollen sie nicht zusammen ein Gespräch führen, in Ruhe? Ja, aber worüber denn? Die Sache ist doch klar. Eva ist nicht schnell genug gegangen und deshalb ist sie mit Stefan ins Bett gesprungen. Jana, bitte glaube mir doch. Zwischen mir und Eva ist es nur noch gute Freundschaft. Mehr nicht. Ich bin nicht der Vater von Leni. Ich hab doch Augen im Kopf. Ich sehe doch, dass du jedes Mal mit Eva flirtest, wenn du sie siehst. Du stehst doch immer noch auf sie. Und außerdem sehe ich, dass Leni dir verdammt ähnlich sieht. Das lässt sich doch ganz einfach durch einen Vaterschaftstest klären. Ich bitte sie doch nur, so lange jetzt die Füße stillzuhalten, bis die Vaterschaft von Leni geklärt ist. Björn will mit Eva nichts mehr zu tun haben. Mach den Vaterschaftstest doch mit Stefan. Ist doch eh klar, was dabei herauskommt. Eva hat mir das Herz gebrochen. Sie hat mich betrogen und hintergangen. Ich will die Trennung. Fertig. Damit Frau Liefers ja jetzt nicht zu sprechen war, müssen wir jetzt Fakten liefern. Dass die kleine Leni einen schwarzen Vater oder schwarze Vorfahren hat, das ist wohl ganz klar. Dem werden wir jetzt neben einem Vaterschaftstest von Herrn Stefan Kohler parallel nachgehen müssen. Und ich werde auch noch mal mit dem Vater von Eva sprechen. Vielleicht gibt es ja an dieser Familie auch ein Geheimnis, von dem Eva nichts weiß.
Evas Mutter ist vor 6 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zu ihrem Vater Rudolf hat die 38-Jährige seitdem ein noch engeres Verhältnis. Auch der Witwer hat sich über die Hautfarbe seiner Enkelin gewundert, die Kleine aber sofort in sein Herz geschlossen. Ich weiß doch, dass du Diana 100% toll bist und sie liebst. Aber irgendwas haut doch hier nicht hin. Also, das ist ja hier meine Aufgabe, zu klären, was hier passiert ist. Also, unsere Vorstellung ist, dass die Hautfarbe durch ein rezessives Gen mehrere Generationen übersprungen hat. Und kann es sein, dass bei Ihren Vorfahren irgendwie dunkelhäutige Menschen dabei waren? Also, für meine verstorbene Frau liegt die Hand ins Feuer. Und dass sie mir nicht fremdgegangen ist. Und davor kann ich mich nicht dran erinnern. Tut mir leid. Na, weißt du, Papa, Leni ist echt perfekt so, wie sie ist. Sie ist das süßeste Baby der ganzen Welt. Aber mein Leben ist das reinste Chaos, seitdem sie auf der Welt ist. Und ich ertrag das nicht. So, ich will immer für dich und Leni da sein. Da macht ihr mal keinen Kopf. Wir sollten vielleicht auch die Familie von Herrn Heimann aufsuchen. Vielleicht gibt es ja da auch Vorfahren, von denen er nichts weiß. Also, das wäre jetzt die einzige Variante, die mir noch einfällt. Okay. Aber das könnte schwierig werden. Warum? Ja, auch wenn ich die beiden schon seitdem ich klein bin kenne, aber die können mich gar nicht mehr leiden, seitdem die wissen, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Mit den ziemlichen Dumpfbacken. Na gut, aber es hilft ja nichts. Wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir das jetzt machen.